Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Das wird ein richtig, richtig geiles Video, das verspreche ich euch. Ihr könnt zu die Rani-Questline komplett skippen. Ihr könnt das Mondlichtschwert im Prinzip auf Level 1 bekommen. Ich habe hier gerade einen komplett neuen Charakter, der ist Level 16. Und ja, ich hole mir jetzt das Mondlichtschwert und zeige euch auch wie. Ich bin echt sprachlos, echt krass. Es ist so einfach auch. Also, ihr müsst jetzt keine bescheuerten, riesenlange Sachen machen. Das dauert 2 Minuten. Also, ihr könnt im Prinzip, wenn ihr einen Charakter gestartet habt, an Margit vorbeilaufen und dann hier zum konvertierten Turm. Also, ich habe noch nicht mal die Karte hier komplett offen. Also, ihr seht, ich habe wirklich noch nicht viel. Und ja, wo ihr hin müsst, ist der konvertierte Turm. Ich habe hier leider die ganze Karte nicht offen, aber das findet ihr, wenn ihr am Magel vorbeiläuft, einfach den See entlang und dann hinter dem Albinaurik Riesending hier ist hier halt eine Gnade. Und jetzt ist wichtig, da vorne ist ein Gegner, der euch vergiften kann. Und das brauchen wir, weil wir müssen gleich an einer ganz bestimmten Stelle sterben. Falls ihr eine andere Möglichkeit habt zu sterben, könnt ihr das auch gerne machen. Ich habe leider keine, weil, wie gesagt, ich war das Spiel gerade gestartet. Ich habe keinen Seppuku, ich habe nichts, womit ich mir selber Schaden machen kann. Deswegen müssen wir hoffen, dass er hier gleich mal ein bisschen Gift macht. Und dann stelle ich mich in die Giftwolke und kann ja, vergiftet werden. Ich skippe ganz kurz bis dann, wo ich Gift habe. So, da ist das Gift. Und jetzt müssen wir relativ schnell sein, damit wir nicht vorsterben. Hier vorne, ich zeige euch gleich nochmal ganz genau, wo das ist. Da vorne war die Gnade, da hinten ist der Gegner und hier ist so ein Stein, der müsst ihr hochlaufen. Und dann da oben hochspringen. Da seht ihr auch schon, hier bin ich schon mal gepritt. Ich habe das eben nämlich einmal ausprobiert. Hier sind auch schon ganz viele Nachrichten. Und was ihr machen müsst, ist einfach jetzt, ihr seht oben links schon den Marikas-Pfahl und hier jetzt einfach drauf gehen. Zack, da bin ich tot. Wie gesagt, das geht auch, wenn ihr euch selber irgendwie umbringen könnt. Und dann ganz wichtig, müsst ihr den Marikas-Pfahl wählen zum Wiederbeleben. Und jetzt seid ihr oben drauf, wo man eigentlich viel, 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 viel später erst hinkommt. Am Mondlichtaltar. Ihr könntet jetzt gegen Tische kämpfen, hier die ganzen Gegner besiegen, ihr könnt alles möglich machen, was man hier oben halt machen kann. Oder halt einfach zu Rani runter und euch das Mondlichtschwert holen. Also ganz, ganz, ganz wild, sage ich euch. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt dahin lauft. Auf dem Weg dahin gibt es natürlich den Drachen Andula, der gleich erscheint. Wir haben hier einmal die Ruinen mit Gegnern. Also müsst ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, es war jetzt auch nicht so schwer, wieder hier hinzukommen. Und wenn ihr sterbt, könnt ihr, glaube ich, auch wieder zum Marikas-Pfahl. Also ganz chillig. So, jetzt hier kommt der Drache. Da müsst ihr aufpassen. Na, da ist er. Schimmersteindrache Adula. Den kennt man ja. Wir laufen einfach an dem vorbei und hier rein. Snacken uns hier mal einen Sternlichtsplitter. Da vorne ist die Gnade. Die ignoriere ich jetzt direkt. Ich springe direkt hier runter, wo es ja hingeht, zu Rani. Zack. Und zack. Ja. Dann gehen wir einfach weiter hier rein in die Höhle. Nochmal runter. Immer weiter. Nochmal runter. Es ist so verrückt. Und hier sitzt einfach schon Rani. Ja, jetzt sprechen wir mal mit ihr. Also da steht auch Ring anstecken, ne? Wir haben keinen Ring. Da stand Ring anstecken, aber wir haben keinen Ring bekommen. Das Spiel denkt halt, weil wir hier sind, hätten wir den Ring. Weil ohne den Ring könntet ihr bei Astel gar nicht entlang gehen. Also wenn man die. Ja, ich habe die Questline ja vor ein paar Tagen. Ich verlinke die euch mal hier oben, falls ihr die ganze Questline sehen wollt. Damit ihr überhaupt zu Rani kommt, müsst ihr den Ring holen, weil sonst würdet ihr bei Astel gar nicht durchkommen. Und deswegen denkt das Spiel jetzt. Ja, du hast ja den Ring und dann kannst du hier den Ring anstecken. Ich skippe das mal. Wer das sehen will, gerne mein anderes Video abchecken. So, jetzt ist hier Rani. Also, ihr skippt die komplette Rani-Questline, ne? Und die ist richtig, richtig mordslang.
Blick aufheben. Dunkel Mondgroßschwert. Also, das ist komplett verrückt. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wo ich bin. Also, was wichtig ist, konvertierter Turm. Dann genau hier hin. Ich mache euch nochmal eine Markierung hin. Da hochspringen, dort sterben. Und dann könnt ihr hier oben zum Mondlichtaltar. Und ja, das war's schon. Ich wollte euch das auf jeden Fall sofort zeigen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gerne das Video liken und kommentieren, wie ihr das findet. Und den Kanal abonnieren. Das würde mich auch extrem freuen. Ich bin fast bei den 1000 Abonnenten. Wenn ich die 1000 geknackt habe, gibt es auch ein kleines Giveaway. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.